Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensor im Vlog, im Auto, auf dem Weg zum Arbeiten. Hoch die Hände, Wochenende! Whoop, whoop! Ja, das ist gute Laune heute früh angesagt. Vor allen Dingen, wo das Wetter auch heute richtig geil ist und Vanilla Sky! Ja, im Rückspiegel Vanilla Sky und das ist schon mal, also es hat ja, ich weiß nicht, wie das euch so geht, aber ich glaube, ich bin jetzt schon so alt, dass ich wetterfühlig werde. Ey, das ist so krass, bei diesem Scheißwetter bei minus 7 die eine Nacht, dann plus 15 am nächsten Tag, dann wieder minus 4. Oh, ich habe Kopfschmerzen vom Allerfeinsten. Ja, der Arzt sagte dann so, ja, vielleicht trinken Sie mal einen starken Kaffee morgens. Ja, läuft bei ihm mit starkem Kaffee. Dann bin ich ja noch... das ist irgendwie scheiße. Aber egal, da kann man nicht so richtig viel machen. Deswegen freut es mich aber auf jeden Fall, wenn gleichmäßiges Wetter ist. Und überhaupt Sonne ist ja viel geiler als Regen. Und also finde ich zumindest. Ich habe allerdings auch eine Kollegin, die... Sie meint gutem Wetter... Also ja, wenn es so nieselig und so grau und dunkel, dann kann man schön zu Hause bleiben. Boah, boah. Nee, ey, grau und nieselig und schlechtes Wetter und buh. Oh, Hilfe, Thema buh. Ja, Thema buh. Was war denn die Woche? Die Woche, Ich habe mich mit privaten Sachen beschäftigt. Ich werde mir nämlich zu Weihnachten eine Drehbank kaufen. Beziehungsweise ich habe mir gestern eine Drehbank gekauft. Denn es ist so, dass wenn man einmal eine Metaller-Ausbildung gemacht hat, ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe ja Maschinenbau studiert, Kfz-Mechaniker-Ausbildung und habe mein Leben, die halbe Jugend irgendwie hinter Drehbänken gestanden und an Vespas gebastelt und Autos geschraubt und wenn man das einmal, das lässt mich nicht los. Und insofern habe ich mir überlegt, hey, eine Drehbank, du hast hier ständig irgendwelche Schrauben zu machen, irgendwelche Dinge und Sachen und überhaupt, ein Mann braucht eine Drehbank. Ja, habe ich mir also gestern eine bestellt. Und zwar ist es dann ja, ich weiß nicht, ob es euch auch mal so geht, also man guckt dann so, was man sich kaufen könnte. Also ist eigentlich bei allem gleich. Das ist bei Grafikkarten so, bei Prozessoren, bei Handys und halt auch bei Drehbänken. Man guckt so und denkt so, geil, okay, die Drehbank, was kann die denn? Mhm. Ja, okay, ja, da kriegst du nur so kleine Stücke bearbeitet, so klein. So, ja, aber du hast ja auch manchmal größere Sachen und von der Vespa so ein Lüfterrad, irgendwann willst du ja auch mal nochmal wieder eine Vespa aufbauen und wenn es für deine Kinder ist und so, die werden die wahrscheinlich innerhalb von 2 Tagen geschrottet haben, aber egal. Und ich sage, ja, Vespa-Lüfterrad braucht ja schon den größeren Durchmesser. Und dann geht man so Stück für Stück für Stück immer weiter. Und was habe ich jetzt im Endeffekt bestellt? Ich habe jetzt die größte und stärkste und leistungsfähigste Hobby-Drehbank bestellt, die es gibt. Und das ist immer so, man fängt irgendwie an so, ja, das reicht ja. Ah, das kostet nicht so viel Geld, das ist ja wunderbar. Und dann am Ende ist man doch wieder bei so einer Lösung, wo man sagt so, ja, ehe ich nachher sage, die ist zu klein und ehe ich nachher Leistungsprobleme habe und war bei Grafikkarte auch so. Also ich habe dann auch damals die GTX 89 FTW von irgendeiner Firma da, For the Win, und hast du nicht gesehen und hier und übertaktet und super geil und hast du und das waren dann auch damals 500 Euro für eine Grafikkarte. Hab dann auch danach so gedacht, so, ey, du Schlumpf, hast gerade 500 Euro für eine Grafikkarte ausgegeben. Wie bescheuert ist das denn? Aber dafür ist zumindest bei Grafikkarten, hält die auch eine ganze Weile, weil ich bin jetzt schon bestimmt wieder 1,5 Jahre mit der Grafikkarte unterwegs und zumindest in WOT habe ich keine Probleme. Naja gut, aber WOT ist ja auch ein Prozessorspiel, sagt man. Aber egal, ich habe 115, 120 FPS in WOT und das schon seit anderthalb Jahren. Und das ist ja schon mal zumindest gut, dass man da keine andere Grafikkarte braucht. Bei Arma, gestern habe ich, ich weiß nicht, ob ihr das, wie drücke ich es denn aus? Also gestern habe ich Arma 3 nochmal angeworfen. Weil nämlich meine alte Crew rund um den Golgo und Konsorten, die sagte, Mensch, das wäre doch ganz geil, wenn du dich auf dem KBS-Server
wo du jetzt nicht mehr so oft Arma 3 spielst, auf dem KBS-Server einloggst und eine Halle für uns mietest. Bei, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber bei den Altes Live-Dingern und bei Arma ist es ja so, wenn man dort was mietet, ein Haus mietet, um Sachen drin zu lagern. Ne? Normalerweise, wenn du zum Beispiel Stahlbeton machst, dann sammelst du ja erstmal die ganzen Zubehör, also wie Kohle, Stahlrohre und Zementsäcke und so ein Krempel, das lässt sich nicht alles an einem Tag herstellen, sondern das ist ein längerer Prozess. So, das heißt, man sammelt das in irgendeinem Haus, was man anmietet und dort Kisten reinstellt. Und die Problematik ist dann, wenn man so ein Haus hat, kann natürlich jeder, der einen Dietrich oder einen Bolzenschneider oder was auch immer hat und Zeit hat, kann in diesem Haus einbrechen. So, und jetzt ist aber der Clou ist an der Sache, wenn jemand das Haus mietet, andersrum, man kann nur in die Häuser einbrechen, wenn derjenige auch auf dem Server ist. Und da ich ja momentan kaum auf dem Server bin, ist es natürlich geil, wenn ich dort ein Haus miete, weil dann kann dort, weil ich nie auf dem Server bin, ist dieses Haus sozusagen einbruchsicher, und zwar absolut einbruchsicher. Dort kann überhaupt keiner irgendwas mit diesem Haus veranstalten, weil ich ja nie auf dem Server bin. Und wenn der Besitzer des Hauses bzw. der Mieter des Hauses nicht auf dem Server ist, kann auch nicht eingebrochen werden. Insofern war ich gestern mal wieder auf dem Server und habe also für Golgo und seine Gang eine Halle gemietet. Und wie kam ich drauf? Genau, in Arma, Thema Performance und Grafikkarten in Arma, ist meine Grafikkarte gar nicht so richtig geil. Wenn ich dort mit den maximalen Auflösungen und maximal Details und so einem ganzen Gedöns da spiele, dann habe ich nur so 40 FPS. Aber ist ja in Arma sowieso immer tricky, weil du hast die FPS ja außerhalb der Städte hast du sie immer und innerhalb der Städte hast du sie nicht. Das ist ja irgendwie so eine Arma-Spezialität, dass das irgendwie, wenn die Details kommen, dann geht alles in die Hose. Gut, Arma abgehandelt. Was ist denn momentan bei WoT noch Schickes, Schönes unterwegs? Also bei mir persönlich jetzt erstmal die, ich muss mal jetzt am Wochenende, mache ich ein Video von, ihr wisst ja, ich und Arti spielen. Wir sind nicht so die besten Kumpels, die Artis und ich, aber ich habe mir gesagt, eine Arti und gerade vielleicht eine, wo man eine geile Zehner sich in die Garage stellt, ist vielleicht doch gar nicht schlecht. Und deswegen habe ich ja die Franzen-Arti und gehabt und jetzt aber die Russen-Arti und da werde ich euch auch mal ein bisschen Gameplay zeigen, weil die Russen-Arti ist ganz schön krass. Und ich habe mir, ich glaube, in dem Game, was ich zeigen sollte, da bin ich zusammengefahren mit dem Epics. Dann habe ich ja noch ein schönes Game von dem Acebein, wo ich Arti und Light gefahren bin. Die werde ich mal, vielleicht mache ich mal zusammen im Doppelpack oder alleine, mal gucken. Und auf jeden Fall ist die Arti meiner Meinung nach schon ganz schön krass, weil die hat schon ordentlich Wumms hinter, ist relativ präzise, obwohl sie eigentlich Russen-Arti im frühen Stadium nicht so präzise ist, aber die funktioniert eigentlich einigermaßen gut. Gut, ich habe auch eine Höllen-Crew drin und ich habe so echtes Gefühl bei Artis, wenn du da eine geile Crew drin hast und noch mit Rationen und sowas arbeitest, dann sind die schon ziemlich gut unterwegs, die Artis. Jo, das werde ich am Wochenende bringen. Ansonsten Adventskalender. Was war da gestern drin? Gestern war, glaube ich, ein Deutscher oder ein Ami. Ich weiß es nicht, aber so ein Low-Tier. Heute ist ein Sechser drin von den Briten. Und da habe ich vorhin, dachte ich mir so, ach, gehst du mal schnell ins Forum und guckst du mal für euch, weil ich von den Sondertanks und sowas keine Ahnung habe. Ich kaufe ganz gerne mal einen Goldtank, aber ganz ehrlich, von denen habe ich jetzt echt nur keine Ahnung. Und dann lese ich so im Forum so ein bisschen hin und her und ich finde es ja, also trockener Humor ist ja, da kann ich euch gleich noch was Lustiges erzählen, trockener Humor ist ja mega. Und da schrieb einer so voll in fetten Lettern so, der so und so Tank ist mega geil. Und dann so in Areal 10 darunter fürs Gegnerteam. Weil anscheinend dieses Gerät nur eine XP-Pinata ist und sonst nichts. Thema trockener Humor. Vorgestern war ich bei einer Elternversammlung.
Wie drücke ich es denn aus? Also meiner kleinen Tochter, die ist jetzt 9, da ist ja die Überlegung da, ob die früher aufs Gymnasium geht, in so eine Schnelllernerklasse, wie das so grundsätzlich heißt. Ich persönlich habe ja da so ein bisschen Bedenken, weil ich denke, wenn die Kinder in der Schule jetzt noch mehr lernen müssen, auch wenn sie schlau sind, also meine kleine Tochter ist extrem schlau, ja, also der fällt das sehr, sehr leicht. Aber wenn die jetzt, wieso sieht man hier die Ampel denn nicht? Wenn die jetzt dort in der Schnelllernerklasse mit noch mehr Stoff versorgt werden und noch mehr lernen müssen, ich meine, dann haben die ja noch weniger von ihrer Jugend und noch weniger von wann kann man noch so geil leben wie unter, sage ich mal, unter 20? Weil ab 20, da musst du dir ja irgendwie langsam Gedanken machen um Studium, Ausbildung oder irgendwas. Und insofern, ich weiß gar nicht, ob man das will. Aber ich war dort auf jeden Fall bei einer Veranstaltung, um mir das einfach mal anzugucken, an der Schule von meiner Großen. Und dann sitze ich da so in der Aula und war alles relativ trocken. Und dann war aber was ganz Lustiges. Die Direktorin sagte so, und jetzt sind hier fünf Schüler, die können sie jetzt interviewen. Die saßen dann auf der Bühne und hatten ein Mikro in der Hand und der Saal hat Fragen gestellt, also die Eltern von den vermeintlichen Schnelllernerschülern, und die haben Antworten gegeben. Dann haben sie so hier und dort und war so ganz, naja, hat man ab und zu schmunzeln müssen. Und dann sagte der eine Vater so, der hat schon die 7. Frage gestellt, ich hätte ihn schon fast erwürgt, weil ich nach Hause wollte und für mich alles klar war und er die Sache verzögert hat, aber dadurch war er wieder restauriert sozusagen. Und er so, ja, aber ihr Armen, ihr habt ja nur 25 Minuten Hofpause und wie schafft man denn das überhaupt? Und dann war so ein Mädchen auf der Bühne, die griff sich so das Mikrofon von ihrem Nachbarn und sagte, ja, da kann ich was zu sagen. Also 25 Minuten ist überhaupt gar kein Problem, weil man geht in den Esssaal, kriegt auch relativ schnell sein Essen, man isst 2 Minuten was und es schmeckt so scheiße und dann schmeißt man es eh weg. Und ich habe gefeiert, es kam so trocken. So, ja, 25 Minuten reichen dicke, weil das Essen schmeißt man eh weg. Und alle so, sehr geil. Also kam auch trocken rüber und das trocken für jemand, der es garantiert nicht absichtlich witzig sagen wollte, sondern jemand, der es, ja, so witzig gesagt hat. Naja, wie können wir denn mal? Achso, ihr müsst auf jeden Fall bitte weiter fleißig Replays einsenden, beziehungsweise weiter. Also, ich bin jetzt bald out of Replays. Nein, also weiter bitte zahlreich epische Replays einschicken. Und bedenkt bitte, dass die E-Mail-Adresse sich geändert hat. Also die andere geht auch noch, aber damit es einfacher ist, whatreplayoftheweek@gmail.com. Ich werde es vielleicht unten einblenden, vielleicht, aber auch nicht. Nein, I try my very best. Insofern, das ist, eigentlich fällt mir noch was ein, Wochenende, ich weiß gar nicht, einer von euch könnte mir doch mal raussuchen, weil ich tue mich damit schwer. Hab das noch nicht gefunden. Früher hatte ich so eine Seite, wo man so eine Art, was kommt in der nächsten Zeit bei WOT? Da gibt es noch Seiten. Da gab es früher mal so einen Blog, den einer geschrieben hat, aber den hat er irgendwie eingestellt. Ich weiß nicht mehr, wer das jetzt macht. Irgendwie habe ich gehört, dass das noch einer weitermacht, aber irgendwie habe ich da den Kontakt hin verloren. Ach du Scheiße. Was ist hier jetzt los? Hilfe, meine Spur, ein LKW macht meine Spur zu. Geh weg, du hässliches Ding. Hau ab. So, irgendwie habe ich diesen Link zu dieser Seite, wo man so zukünftige WOT-Aktionen und Panzer, die bald kommen und, eine Sache noch, jetzt hätte ich es fast vergessen. Oh, das ist ja ein sinnfreies Gelaber hier wieder. Der Testi ist ja, da gibt es ja fetteste Gerüchte. Wir haben ja uns den 10er Heavy der Schweden. Den 10er Heavy der Schweden haben wir uns ja zu Gemüte geführt. Und der sind jetzt die Gerüchte soweit, dass der doch nicht so mit der heftigen Panzerung und, was heißt die Gerüchte? Also der Patch, der Testserver wurde ja angepasst, der zweite Testserver ist ja, ich weiß nicht, ob er immer noch draußen ist oder draußen war, und der ist ja jetzt,
angepasst worden von der Geschwindigkeit und von der Turmpanzerung. Und das, das ist jetzt so die Frage, ob das noch die Linie der Wahl ist. Ich könnte ja mal gucken, vielleicht ist der Testserver ja noch on und ich habe am Wochenende Zeit, nochmal den Testserver zu fahren. Dann kann ich nämlich den nochmal testen, denn das würde mich schon interessieren. Denn wenn die speziell mit der Mobilität der fehlen, könnte man ja noch leben. Aber wenn die Turmpanzerung, an dem Viech nicht mehr so ist, wie sie war, dann ist das ehrlich gesagt sehr ungeil. So, was auch noch sehr ungeil ist, ist, dass ich jetzt... Oh, das geht ja. Es geht ja direkt heute. Ja. So, es geht direkt heute. Jo, ich würde mal sagen, Friede sei mit euch und ich bin raus.